Die verschwundene Kiste. An diesem Tag ist Ruch nach dem Essen so müde, dass er sich zu einem Mittagsschlaf hinlegt. Nach einer Weile wacht er wieder auf und krabbelt aus dem Bett. Etwas in seinem Zimmer kommt ihm komisch vor. Wo sonst seine Kiste mit den Spielsachen steht, ist nur ein großer, leeren Fleck. Meine Spielzeugkiste ist weg, ruft er empor. Wer hat sie mitgenommen? Aufgeregt läuft Ruch in den Garten, wo Kanga gerade Wäsche aufhängt. Mami, meine Spielzeugkiste ist verschwunden, ruft er. Bestimmt hat das Häferlump sie gestohlen, während ich schlief. Wie schrecklich, mein Liebes, antwortet Kanga. Ich habe nicht bemerkt, dass jemand ins Haus gegangen ist. Aber mach dir keine Sorgen. Wir fangen den Dieb und finden auch deine Spielzeugkiste wieder. Da kommen Winnie Buch und Ferkel. Buch trägt einen Kreisel. Mein Kreisel, ruft Ruch. Der war in meiner Kiste. Wo habt ihr ihn gefunden? Er lag auf dem Weg im Wald, entgegnet Buch. Jemand muss ihn dort verloren haben. Das ist es, jubelt Ruch. Wenn wir den Fußspuren folgen, finden wir auch meine anderen Spielsachen. Aber ich brauche eure Hilfe. Könntet ihr Rabbit und ich erholen? Sobald die beiden auch eingetroffen sind, machen sie alle auf den Weg. Dort ist der nächste Fußabdruck, ruft Ruch. Ferkel hält sich hinter Winnie Buch. Er zittert vor Angst, weil er sich vor dem Häferlump fürchtet. Seht nur, noch eine Fußspur, zeigt Rabbit. Sie ist ziemlich groß und könnte von einem Häferlump sein. Da liegt ja auch mein Springseil, bemerkt Ruch. Neugierig folgen sie weiter den Spuren. Schaut mal, hier ist mein Xylophon, freut sich Ruch. Und ein paar Meter weiter findet er auch ein Teil aus seinem Puzzle. Ich bin ja sehr froh, dass wir deine Sachen gefunden haben, meint Rabbit. Doch warum stiehlt das Häferlump erst deine Spielzeugkiste und verstreut deine Spielsachen auf dem Weg? Entdecken sie die Kiste im Gästtrip. Doch eigenartig, sie steht nicht etwas still, wie es sich für eine Spielzeugkiste gehört. Etwas rumpelt darin herum. Hilfe, quiekt Ferkel, das Häferlump. Ach, wäre ich doch nur zu Hause geblieben. Plötzlich fliegt der Deckel auf und heraus springt Tika! Bui! Schreit er laut. Erschrocken machen die Freunde einen Satz in die Luft. Hat euch das gefallen? Lacht Tika. Das wollte ich schon immer einmal machen. Ich hoffe, es stört dich nicht, dass ich mir deine Spielzeugkiste geliehen habe, Ruch. Ich wollte dich fragen, aber du hast so fest geschlafen. Aber du hast all meine Spielsachen auf dem Weg verloren, beschwert sich Ruch. Tut
mir leid. Es ist sehr schwierig, eine Spielzeugkiste auf dem Kopf durch den Wald zu balancieren. Dabei sind die Sachen herausgepurzelt. Doch das war es wert. Das war eben einer der besten Sprünge meines Lebens, antwortet Tiga. Ich finde, es war sehr nützlich, dass Tiga die Spielsachen verloren hat. So konnten wir ihn leicht finden, bemerkt Winnie Pooh. Aber mein Lieblingsspielzeug haben wir nicht gefunden, jammert Roh. Mein blauer Ball ist sicherlich den Berg hinuntergerollt. Kommt und lasst ihn uns suchen. Also laufen alle den Berg hinunter. Nur Tiga bleibt weiter oben und tut so, als ob er angestrengt sucht. Doch tatsächlich hat er saftige Disteln entdeckt. Roh will den anderen gerade folgen, als er plötzlich seinen Ball sieht. Da kommt ihm eine Idee. Sucht mich, ich habe den Ball, ruft er und versteckt sich in den Büschen. Und ich wette, ihr findet mich nicht. Also machen Winnie Pooh und die Freunde wiederkehrt und gehen zurück. Dabei beobachtet Roh sie aus seinem Versteck. Dann hat er noch eine Idee, diesmal eine ziemlich dumme. Er nimmt den Ball und wirft ihn mit Schwung den Berg hinunter. Zuerst trifft er Ferkel und Ferkel fällt hin. Dann wirft der Ball Winnie Pooh. Danach Rabbit. Hilfe, quiekt Ferkel. Was soll denn das? Wundert sich Pooh. Autsch, stöhnt Rabbit. Schließlich trifft der Ball auch Tiga. Doch der ist zu schwer und bleibt stehen. Zuletzt wird Tiga umgestoßen. Alle brauchen eine Weile, um sich von dem Schrecken zu erholen. Wir müssen diesen frechen kleinen Roh finden, sagt Rabbit schließlich. Er sollte wissen, dass man Bälle nicht bergab wirft. Wenn die Freunde bergauf stehen. Roh, wo bist du? Ruft Winnie Pooh. Macht Roh so laut, dass alle wieder zusammenfallen. Heute war es so lustig, lacht er. All diese Spiele, das war fast wie ein Fest nur für mich. Welche Spiele? Wundert sich Tiga. Ich habe keine Spiele bemerkt. Wir haben doch den ganzen Tag nur gesucht und sind mehrmals arg erschrocken. Aber nein, widerspricht Roh. Zuerst waren wir auf Schatzsuche und haben meine Spielzeugkiste gefunden. Dann haben wir Tiga als Schachtelmännchen erlebt. Das war wirklich das beste Spiel, stimmt Tiga zu. Und darauf habe ich gekegelt und der Ball hat euch alle getroffen und umgeworfen, fährt Roh fort. Zuletzt haben wir Verstecken gespielt und ihr habt mich gesucht. Es war besser als eine Geburtstagsparty. Derzeit stellt Rabbit fest. Doch wir haben noch genug Zeit für ein weiteres kleines Spiel. Lasst uns um die Wette zu Ruchs Haus laufen. Wer zuletzt kommt, ist ein Esel. Das ist kein Spiel, murmelt Tiga, während die anderen losrennen.
Das ist eine Tatsache. Ich bin ein Esel und ich will nichts anderes sein. Auch wenn ich nicht so schnell laufen kann. Da entdeckt er die Spielzeugkiste. Die anderen hatten alle nur daran gedacht, den Wettlauf zu gewinnen und die Kiste ganz vergessen. Also werde ich sie mitnehmen, sagt Ia. Er zieht die Kiste mit seinem Maul langsam zu Kangas Haus. Das ist sehr schwierig und er muss oft anhalten, um sich zu auszuruhen. Vielleicht bin ich nicht der Schnellste, aber sicherlich ein starker Esel, schnauft er vor sich hin. Als Ia müde und erschöpft bei Ruhe ankommt, sitzen die Freunde schon um den Tisch. Meine Spielzeugkiste, freut sich Ruhe. Ich wusste, dass ich etwas vergessen habe. Vielen Dank, Ia. Du bist der netteste Esel auf der ganzen Welt. Und nun rate mal, wer das Wettrennen gewonnen hat. Ich!